Kameran. Ich bin dienstlich da und muss dich vernehmen. Jetzt wird mir die Vernehmerei schon bald zu dumm. Was willst du denn schon wieder? Sechst der Übertretung von der Polizeistunde. Sitzt die Neo? Ja, Ogi. Ogi tut's mir eigentlich nicht viel. Aber ich bin von der Gemeinde beauftragt, die Sache auf ihre Richtigkeit hin zu untersuchen. Ich hab doch gestern meinen dienstfreien Tag gehabt. Und du hast mich wie gewöhnlich in meiner Funktion im Punkt der Polizeisturm vertreten. Aber du hast mich schlecht vertreten. Wer so? Du hast dich laut Zeugenaussagen durch Schnaps und Bussel von der Bar schicksen dermaßen bestechen lassen, dass das Lokal statt um eins erst um vier geschlossen hat. Und deshalb hat der Ruhmbauer mit Stimmenmehrheit beschlossen, dass du wegen groben Dienstpflichtvergehens fristlos entlassen wirst. Der war doch selber dabei. Ja, das weiß ich ja. Aber das ist doch sein Jagdrevier, wenn sein Alte nicht daheim ist. Immeran, ich sag dir das eine. Wo ein Gemeinderat verkehrt, ist es verkehrt, wenn man als Untergebener verkehrt. Und deshalb wollt's mich rausschmeißen. Aber so einfach geht das nicht, mein Lieber. Da werde ich mich wehren dagegen. Ambros! 30 Jahre lang habe ich meinen Dienst verrichtet und jetzt wollt's mich auf die Art und Weise losbringen. Bloß damit's mir keine Pension zahlen braucht's. Da kann man nur das eine sagen, pfui Teufel! Was willst du denn noch? Hast du das Radl schon zusammengehaut? Gleich bin ich fertig. Ja, warum will ich jetzt? Jetzt ist das Radl zusammengehauen. Dabei uns das vom ersten Tag ein Unglück gebracht hat. Geh immer an, jetzt komm halt und isst dein Schmarrn. Komm. Na, mir ist der Appetit vergangen. Ja, was tust denn du schon wieder? Ja, machst du schon, dass du weiterkommst? Geh schon. Was hat's denn gegeben? Ah, nix, mit dem Ambros hab ich mich geärgert. Die Woche fängt schon gut an. Jetzt geh weiter, iss den Spatz, sonst wird er ja kalt. Ja. Grüß Gott. Sind wir da richtig beim Nachtwächter, Asam? Ja, Mutter, da sind wir schon richtig. Und das wird wahrscheinlich am Konrad sein Vater sein. Aha. Und von sowas hab ich mich überfahren lassen. Rutzi Dirken, wenn du schon weißt, dass ich da einen blauen Flieg hab. Um Gottes Willen, mein Verkehrshindernis. Jesus. Die Krachelbeine. Das ist aber nett, dass du zu uns kommst. Mein Mann hat schon nichts mehr essen und schlafen können vor lauter Aufregung. Ja, du, ich hab auch nichts gegessen, bis dass ich meine Zähne nicht wieder gehabt hab. Und schlafen braucht als Nachtwächter schließlich nicht. Ja, aber jetzt hast du es ja wieder, deine Zähne. Ja, glaubst du vielleicht, dass ich ohne Zähne zu dir rübergegangen war? Ja, bestimmt nicht, weil sonst kannst du nicht so schimpfen. Magst du dich nicht ein bisschen niedersitzen? Nein. Da kann ich leider keinen Gebrauch davon machen. Weil dein Alter war ja so liebenswürdig und hat dafür gesorgt, dass ich nicht sitzen und nicht liegen kann. Nee, es ist ihm ja arg nur. Mein Lieber, du kannst ja nur vom Glück sagen, dass ich die gestern nicht da gehabt hab, mein Weh. Jetzt hau mich nicht alle auf meinen blauen Fliegen auf. Sag einmal, hast mich denn du nicht gesehen? Ja, ich hab sogar zwei gesehen. Ja, und warum hast du dann nicht die anderen überfahren, du Kläufi? Mein Lieber, du kannst ja nur vom Glück sagen, gell? Ja, du schon auch. Wieso ich auch? Ja, dass ich da nicht über den Kopf drüber gefahren bin. Ja, du, das, wenn du mir noch gemacht hast, dann war deine Frau aber halt Witwe, das kann ich dir sagen. Ja, grüß dich, Gott, Schwiegermutter. Was heißt da Schwiegermutter? Du, so weit sind wir für noch nicht, gell? Du, dass ich da bin, das hast nur meinem Ärger zu verdanken. Und du kannst dich bei deinem Buben bedanken, dass er bei mir ein gutes Wort eingelegt hat,
Sonst war die nämlich der Spaß mit dem Radl dreier gekommen. Jetzt denkst du, bin ich einmal auf meinem Plan fliegen auf Haus, die sage dann auf Angst eine, gell? Bevor wir mit der Radlgeschichte da im Klaren sind. Du redst aber vom Radl. Red halt einmal vom Konrad. Ja, du, da wird gleich ausgeregt sein. Jawohl, das sag ich auch. In 6 Wochen ist Hochzeit. Ja, freilich. Ja, du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich mein Madl einem gebe, dem sein Vater mich um ein Haar erwähnt hat. Ja, du redst allerweil von dir? Ich hätte mich an Theater erinnern können. Ja, du, da warst nicht schock drum gewesen. Hey. Du hast ja nette Ansichten. Das wird ja eine saubere Verwandtschaft. Was? Verwandtschaft? Du, das wird überhaupt keine Verwandtschaft. Und ausgerichtet ist auch. Gemutter, du bist doch extra rübergekommen, damit... Ja, freilich. Damit ich dem sauberen Kavalier da mal meine Meinung sag. Ja, das hast du ja ausgiebig gemacht. Aber was man sich nicht alles gefallen lassen muss, damit das einzige Kind glücklich wird. Ja, ich glaub gleich Gott, du pulst dir ein, dass da Hochzeit draus wird. Freilich, du kannst mir recht. Hätte ich ja nur die Zinne gegeben. Gut sein. Dem Konrad, sein Vater, ist ein anständiger Mensch. Sonst hätte er gestern den Krankenbesuch nicht gemacht. Sei froh, dass alles so gut ausgegangen ist. Was hast du gemacht, wenn der Lastwagen überfahren hätte? Jawohl, mit einem Anhänger voller Zirkelstunde, da ist er geschafft. Und ich werde dir, Schwiegersohn, dass du Freude drum hast. Und du hast gestern auch zu mir gesagt, dass dir der Konrad recht gut gefällt. Jetzt holst du aber dein Mai. Das braucht doch der junge Spitzer nicht wissen. Aber jetzt weiß ich es, Schwiegermutter, ich kann nicht anders. Ich muss dir ein Puzzle geben. Ja, hast du jetzt sowas schon gesehen? Ja, schon oft. Als Nachtwächter habe ich diesbezüglich schon ganz andere Sachen gesehen. Ich glaube, jetzt war es gerade recht an der Zeit, wie wir zum Kaffee draus zusammensitzen. Dann. Ja, geh weiter. Von mir aus. Und wenn ich bloß ein bisschen besser sitzen kann. Geh weiter, kannst du auch mitgehen. Zum Befehl. Vater, ich danke dir recht schön. Ich dir. Ah, so eine Schwiegertochter lassen mir gefallen. Gut? Grüß Gott. Jesus, der Rührenbauer. Und nur dazu in Polizeibegleitung und nur so früher. Ich komme in einer Sache, das kann auch schon bleibt. Und du bringst mir dein Protokoll, das aufgenommen hast in einer anderen Sache. Ja, du weißt schon, was ich meine. Okay. Nachdem die Grachalbäuerin vom Anger in einem lebensgefährlichen Zustand ist, und heute noch bewusstlos da liegt. Ja, was lachst du da so blöd? Weil die Krachelbäuerin in ihrem lebensgefährlichen und bewusstlosen Zustand da draußen steht und im engsten Familienkreise Kaffee trinkt. Ja, wieso? Ja, weil es wegen ihrer blauen Pflege nicht hocken kann. Das ist sozusagen wurscht. Jedenfalls könnt sie heute durch dein rücksichtsloses Fahren im betrunkenen Zustand lebensgefährlich verletzt worden sein. Sozusagen. Bist schon fertig? Oder kommt da noch was? Sozusagen. Ja, da kommt noch was. Nachdem wir im Gemeinderat durch einwandfreie Zeugen herausgebracht haben, dass du außer dem Verkehrsunfall durch Bestechung mit Schnaps und anderen Liebesgaben die Polizeistunde bis in der Früh um 4 Uhr verlängert hast, hat der Gemeinderat... Es bist in dem Fall du. Jawohl. Hat der Gemeinderat beschlossen, dass du wegen groben Dienstvergehens fristlos entlassen bist. Das tut mir aber leid. Jetzt habe ich bis zu meinem Tod schlaflose Nächte.
weil ich als Nachtwachten so gewohnt bin. Kann man da gar nichts mehr ändern dran, hä? Nein, da kann man nichts mehr ändern. Ja, dann muss ich es halt tragen. Eines Teils ist es mir gar nicht so unangenehm, weil dann brauche ich die Beobachtungen, die du mir im Punkto deiner Jagd aufgetragen hast, auch nicht mehr machen. Da war ich höchstens in eine rechte Feindschaft reingekommen. Den Bazi haben wir so früher sicher. Aber wenn du noch was Einschneidendes weißt, nachher musst du das noch sagen. Denn das war ja noch, wie du im Dienst warst. Geh, du schaust, wie ich im Gesetz bewandert bin. Na, wenn die Sache so ist, nachher muss ich es dir halt sagen. Also pass auf, ich erzähl das ganz genau. Guck dir mal da her. Also ich bin gestern auf die Nacht um 8 Uhr meine Runden zum Bahnhof gegangen. Und da begegnet mir mit einem Mordstrom Koffer die Frau von einem bekannten Wirt. Du kennst ihn sehr gut, aber ich nenne keinen Namen. Sie hat mich gefragt, ob ihr nicht ein bisschen behilflich sein könnt, weil sie schon präsent ist auf dem Zug. Und dann hat sie mich so über meinen anstrengenden Beruf ausgefragt. Und nachher hat sie mir noch 300 Mark versprochen, wenn ich auskundschaften könnt, was ihr Mann alleweil da droben treibt in der neuen Bar. Du weißt schon, da wo die sündhaften Weiber sind, die waren eben mit einem Puzzle bestechen. Was? Was hat denn das mit meiner Jagd zu tun? Sehr viel, lass dir nur Zeit. Also in der Früh um 4 Uhr sehe ich durch die Ritzen im Fensterladen in der Bar nur Licht. Ich denke mir immer an, denke mir, da sind Einbrecher drin und ich pirsche mich ein. Und schau rein. Und was meinst du, was ich drin sehe? Meine versprochen 300 Mark hockt der Wirt drin und hat den Lilo am Schoß. Du warst ja besoffen. Ich lass dich gern auf den Glauben. Aber was die betrogene Wirtin für einen Glauben hat, das kannst du dir an die 5 Finger abzählen. Tat's dir sehr leid, wenn du deine Stellung verlieren darfst? Das kannst du dir denken. 30 Jahre lang hab ich geschuft. Und jetzt wollt's mich rausschmeißen. Das tut weh. Das kann ich dir sagen. Ja, das kann ich verstehen. Sozusagen in Anbetracht deiner langjährigen Dienste kann ich schon verantworten, wenn ich dir sag, du kannst wieder bleiben. Weil wir brauchen einen Nachtwächter, der sieht und nicht sieht. Der hört und nicht hört. Gerade wie es sein Dienst verlangt. Sozusagen. Ich danke dir recht schön für dein Entgegenkommen. Ambros, bau das Radl wieder zusammen, ich brauch's heute auf den Dach. Und wegen die versprochenen 300 Mark... Brauchst nicht verzichten, die kriegst von mir. Ja, wenn's du natürlich so nobel bist, nehm ich's dankend an. Ich wollte nämlich gerade drauf verzichten. Okay, ja. Ich mach dir doch nicht den auf. Da ist der Radl, da ist die Ketten, pass auf, und da ist die Glocken. Alles andere gehört mir. Den Sattel, den krieg ich auch noch. Und die Bremsen, die schenke ich dir dann. Brauchst du überhaupt nichts schenken. Lieber schenke ich dir den ganzen Karren. Du musst aber viel Geld haben, wenn du da solche Sachen herschenken kannst. Also das geht die beispielsweise überhaupt nicht so. Sozusagen. Du nicht frech werden. Bei dir wäre das Handwerk noch liegen. Du, das hat schon eine vor dir gemacht. Ich muss nämlich jetzt eine Zwangsmasse heiraten. Ich werde jetzt auch ein Bauer. Deine Witz werden da gleich vergehen. Da pass auf! Du, sag einmal, was redet denn der so saublöd daher? Ah, was weiß ich. Ah, diesmal war es bald schief gekommen. Und alles wegen diesem saublöden Radl. Du bist ja auf die Idee gekommen. Nee. Ambros, gut, dass du da bist. Geh, komm gleich zu mir mitnüber. Ich muss dich um was fragen.
Ich habe jetzt keine Zeit. Wo treibst du denn nur noch rum? Hast du das Protokoll? Ja. Und jetzt, Herr Ambros, werden wir zwar einmal ein Hündchen miteinander rupfen. Okay, was du jetzt sagst, hä? Möchtest du mir vielleicht sagen, was du andauernd in meinem Revier zu tun hast? Ich war ja bloß einmal drum in dieser Gifthöhle, sozusagen. Red doch keinen Blödsinn. Wir wissen ganz genau, dass du am 30. April auf die Nacht mit einem vollen Rucksack heimgekommen bist. Und aus dem Rucksack hat der Gamskrickel rausgeschaut. Okay. Dass ich nicht lach. Und außerdem hat dir der Asam öfter Kugeln sagen müssen. Jetzt wird die Sache interessant. Ich glaube, ich gehe jetzt, gell? Bleib nur da, du bist ja wichtig. Was sagst du jetzt da dazu? Vorerst einmal gar nichts. Vorerst stehen wir mal richtig lachen, gell, Ivan? Pass auf ihn, ich geh mal raus. Was gibt's denn? Darüber, lies einmal das Protokoll vor, das du aufgenommen hast. Am 30. April hat die Zeugin Leni Kirchleitner nachts 10 Uhr beobachtet, wie der ledige Zimmermann Ambros Leubel mit einem vollbepackten Rucksack, aus dem ein Gamskrickel herausgeschaut hat, in seine Wohnung gegangen ist. Ferner hat die Zeugin Mena Asam bekundet, dass ihr Zimmerherr in der Holzschupfern ihren Mann beauftragt hat, Kugeln zu besorgen. Das meine Wertbeweis nur sein. Ich muss dir schon sagen, das hast du großartig gemacht. Ich danke dir recht schön. Jetzt habe ich wenigstens einen Grund, dass ich von meinem Eheversprechen zurücktritt. Ich bin gleich wieder da. So, ja, noch einen Schaden dran. Du hast nur in meiner Dummheit gesagt. Mein Mann ist unschuldig. Ja, das weiß ich schon. Dein Mann ist ein Ehrenmann. Ja, der hat ja nicht wissen können, zu was, dass der Bazi die Kugeln braucht. Und als Nachtwächter muss er verschwingt sein. Sozusagen. Wo ist er her? Jetzt bring ich dir deinen Gamsbock. Schau dir gut an. Und du auch, du blinde Hähne. So wahrnehme ich das Gespiel. Am 30. April. Und die Kugel, die haben wir braucht für unser Radl. Wir fahren nämlich auf Kugeljager. Ja, du Depp. Ja, wie kannst du denn du mit sowas befassen? Und ich stehe jetzt da und bin blamiert. Hinten und vorn. Hinten macht's ja nichts, aber vorn, gell? Ja. Ja, steigt mir doch am Hut auf. Ich lass mich doch nicht auch noch der Blecker. Du Rüber, soll ich das Geld bei deiner Frau kassieren? Ist es. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Da. Du hast deine versprochen 300 Mark. Sag einmal, für was kriegst du das Hafergeld? Na ja, für. Für ein neues Radl, jawohl. Gemeindebehördlicherseits steht einem Nachtwächter ein Fahrrad zu, gell? Jawohl. Führt euch. Immer an. Ich war noch nie so von deiner Unschuld überzeugt, als wir heute. Oh. Ambrosel, verzeih mir. Nix wird verziehen. Wenn's mich du vor der Hochzeit schon der Polizei auslieferst, dann muss ich ja gewertet sein, dass du mich nach der Hochzeit an den Galgen bringst. Da geh her. Du hast deine 300 Mark wieder. Lass du dir deinen Speicherbon richten, von wem du es magst, aber nicht von mir. Der Herr sei mit dir. Das ist jetzt der Dank für den gestrigen schönen Abend. Geh gefressen und gesoffen hast du schon.
Also wenn es sich nur um Mo handelt, dann stehen wir Ihnen zur Verfügung. Du bist ja nur ein Halberter. Ja, aber lieber doch ein Halberter als wir gar keiner. Ja, hast auch wieder recht. Magst du einen Kaffee? Von dir mag ich doch alles. Also nein, komm weiter. Gratuliere ich dir. Und Gott sei mit dir. Weiter geht's alles. Na, was sagst du jetzt da dazu, Ambros? Wir sind noch einmal davon gekommen. Ja, ihr seid's gut. Ihr lasst mich da allein mit den zwei verliebten Affen. Ja, wir kommen ja gleich. Ja, jetzt pfeife ich auch drauf. Jetzt müssen wir heimgehen.